Herzlich willkommen bei FemTV. Mein Name ist René. Wir sind trendy, stylisch und modern. Und ich freue mich auf auch bei jeder Berichterstattung. Bis dann. Ciao, ciao. Yes! Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen im Doppelhofpark in Baden bei Wien. Österreich, schönes Wetter, keine Bergkulisse, nein, Wasser, Insel und mein Hund. Der bewacht mich, dass ich keine falschen Worte sage. Was gibt heute zu berichten? Was Schönes. Es ist endlich wieder Bundesliga-Spieltag. Es werden endlich mal ein bisschen die Tabelleplätze gewechselt. Es könnte vieles passieren. Sowohl Gutes als Schlechtes. Fangen wir mal bei das Gute an. Sieht da auf meine Brust. Borussia Dortmund, ja selbstverständlich. Wir spielen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Da gibt es nur eine Devise. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Was anderes gibt es nicht. Sollte man verlieren, dann ist man zwar auf Platz 6, aber die Ambitionen Platz 4 oder Platz 3 in der Bundesliga ist sehr wichtig. Das rückt dann aus ferner Nähe, weil dann sind es dann 7 Punkte und die aufzuholen in den restlichen 7 Spiele wird schwierig. Nächste Topspiel. RB Leipzig gegen Bayern München. Bayern München hat eine Hiobsbotschaft. Robert Lewandowski, der Star, der Superlative, Stürmer des Jahres, Spieler des Jahres, egal welche Titel er geholt hat, hat alles geholt. Angeblich ist er verletzt. Aber ich persönlich sage immer, die Bayern haben immer wieder Hokuspokus. Und auf einmal ist er wieder in Heilung, ist er wieder da. Aber wir wünschen natürlich in dem Sinne, wenn er nicht spielen kann, natürlich gute Besserung, Robert. Alles Gute. Topspiel. RB, wenn sie gewinnen, sind Tabellenführer. Ja, dann wird es dann natürlich ein bisschen schwierig für Bayern, weil dann sind sie wieder dahinterher und das mögen sie nicht offensichtlich. Aber wir werden sehen. Dann haben wir noch ein wunderschönes Spiel. Für unsere Nachbarn geht es um alles. Da geht es um den Wurst, Aufstieg, Niederlage, keine Ahnung, was es alles gibt. Ab in den Keller, da sind sie jetzt. Weiter wie unten geht es eigentlich nicht. Gewinne gegen Leverkusen, Leverkusen muss gewinnen. Internationale Ambitionen. Haben jetzt 7 Spiele hintereinander keine Punkte geholt. Ist nicht gut für die Werkself. Schalke, die Schlümpfen. Was machen wir damit? Direkt zweite Liga oder vielleicht noch? Schaffen wir es noch? Ich glaube es nicht. Ich sitze mal ganz einfach auf Leverkusen. Die wollen international weiterkommen. Ja, wie das dann alles tatsächlich ausgegangen ist, werden wir dann sehen. Am Samstagabend gibt es die Bundesliga-Zusammenfassung von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt und am Sonntagabend die gesamte Bundesliga-Zusammenfassung von alle Spiele. Ich wünsche euch viel Spaß, wunderschönes Woche, genießt die Sonne, ich genieße es. Passt auf euch auf, keep distance, bleibt gesund, bis dann, euer René von FemTV. Ciao, ciao.